Hey, und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Metroid Prime. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Beim letzten Mal haben wir dieses komische Vieh besiegt und der größte Mühe. Und nun sind wir wieder im Magmur. Allerdings in einem neuen Gebiet vom Magmur. Und hier schauen wir uns jetzt mal in Ruhe um. So, ja, das kann ich jetzt nicht mehr verhindern. Weltraumpiraten. Ich komme hier nicht weg. Jawohl, ja. Super. Jetzt zu kämpfen ist jetzt nicht ganz so angenehm. Ist der letzte Dizer. Ich habe das Gefühl, dass der Wavebeam verfolgt. Hallo, da ist nichts gut. Doch, da ist Lava. Aber das bringt mir nichts. Da will ich dran. Will ich dran? Auf jeden Fall will ich da dran. Die Lava erkaltet? Okay. Ich darf da aber noch nicht dran. Ach, ihr, ich habe mich schon gefragt. Hä? Ups, na komm. Fries das und... Gut, Energie. Nein. Ich roll für den Energy Tank sogar durch die Suppe. Gut, das hat schon mal nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Okay, kein Thermalvisor, sondern... dieses Ding. Östliches Kanal statt geöffnet. Lava innerhalb des Kanals kann sich nun abkühlen. Ja, das, die Tür ist noch nicht auf. Oder hoch genug. Oder wie auch immer. Oh je. Aber ja, so jetzt komme ich aber dran. An der Tank. Energietank erhalten. Yay, so. Wunderbärchen! Wunderklärchen! Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte... Da ist nichts. Okay. Wir haben zwei Türen. Durch welche gehen wir? Das entscheide ich spontan. Die erste, die ich sehe. Springen wir hier hoch. Springen wir hier hoch. Dann springen wir hier hoch. Durch die sind wir gekommen. Da hinten ist ein Weg.
Ja, super. Gut, gehen wir hier durch. Was bist du? Du bist ein Lavamollusk. In Lava lebendes Weichtier mit undurchdringlicher Schale und einfachem Nervensystem. Dieser kreissystemsymmetrische Organismus öffnet sich, wenn man sich ihm nähert, um durch seine Größe bedrohlich zu wirken. Ein Treffer in seinem freiliegenden Zentrum veranlasst ihn, sich umzudrehen und in dieser Verteidigungsstellung zu verharren. Wenn sich der Lavamollusk schließt, werden zahlreiche gefährliche Magmabläschen davongeschleudert. Ha! Ja, super. So, ich habe ja gesagt, diese kleinen Viecher lasse ich in Ruhe. Die treffe ich ja eh nicht. Bin ich irgendwie nicht ganz so intelligent für. So, sonst ist nichts. Ja, ich hab gedacht, die verharren so. Aber nein, das tun sie nicht. Sie verharren eben nicht so. Da kommt man nicht hoch. Da, da. Jedenfalls so nicht. Hallo. Krankenwagen, ich kapier's, ja. Dieser herabhängende Felsstück hat einen Schwachpunkt an seinem Ansatz. Solche Stalaktiten lassen sich nach dem Abspringen als Plattform nutzen, um zu verunzügliche Bereiche zu erreichen. Ich hab doch da gerade voll drauf geballert. Aber wahrscheinlich habe ich nicht voll genug geballert. Na gut. Flamp, Tür auf. Und da haben wir wieder was. Das ist wahrscheinlich für den Grapple Beam. Jo, diese Dinger sind also für den Grapple. Ich will da eigentlich rüber, aber ich hab irgendwie... Na, Geronimo! Okay. Wer nichts riskiert, der nichts gewinnt. Na, komm, hopp. Na, hoppst du da mal raus? Ich wette, man sollte es nicht so machen, wie ich es mache. Ich mache es einfach. Weil ich denke, dass es nämlich richtig ist, hier lang. Man kommt ja eigentlich nur weiter mit dem Grapple Beam. Na gut. Normalerweise kommt man hier nur weiter, wenn man den Grapple Beam hat. Dann sind wir mal so, wie es das Spiel verlangt. Kommen wir später wieder, wenn wir den Grapple haben. Okay. Ich hätte mich über Lebensenergie mehr gefreut, ganz ehrlich. Und... Na. Und... Na, das war daneben. Gut, dann... Ja. Ist in Ordnung.
Und dann wollen wir mal gucken, wo hier der andere... Scheiße. Dann wieder Samus Augen. So, und jetzt noch du. Autsch. Wo könnte der andere Ausgang sein? Dort. Da ist er. Der andere Ausgang. Okay, der andere Ausgang ist nicht da. Das habe ich jetzt auch verstanden. So, dann hüpfen wir hier nochmal hoch und... Wow. So, Da ist er. Ich wette, hier geht's dann in Richtung Grapple Beam irgendwann mal. Oder auch nicht? Dann war der... Hä? Also dann ist der andere Weg doch der richtige gewesen? Also um richtig zu laufen, zwingt man mich dann Schaden zu nehmen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay, Spiel. Okay. Ja, komm. So. Da kann ich schon mal als Ball rein. Okay. Ja, habe ich mir gedacht, dass ich da runterrutschen werde. Gut, dann... Wollen wir mal durch die Lava spazieren und alles Mögliche. So ein bisschen Energie. Ach, dich habe ich ganz vergessen. So, endlich. Da kann ich ja auch drunter wegrollen. Und so. Nee, da ist nichts, okay. Na gut, dann mal hier rüber. Ich hätte es mir natürlich auch einfach machen können. Ich Depp. Da oben ist nichts. Dann bekommen wir den Grapple Beaver. Wahrscheinlich hier. Ich stelle mich viel zu klug für dieses Spiel an. Ehrlich. Ich bin verdammt nochmal KLUK. Für das Spiel. Zu KLUK. Ich folge einfach mal der Schiene. In der Hoffnung, dass es richtig ist. Jo, war richtig. Gut. Dann will ich hier durch. Ey. Moment. Nein. Nein. Ich bin nicht im Kreis gelaufen, oder? Hä? Um.
bin jetzt ein bisschen verwirrt. War hier schon immer eine Tür? Wo komme ich hier hin? Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Will man mich jetzt tatsächlich wieder nach Talon schicken? Moment, da gab es ja irgendwo auch noch eine Rampe. Eine Magnetrampe. Nur ist jetzt halt die Frage, wo die war. Die war irgendwo auf dem Weg zur Verbrennungsanlage. Glaube ich. Und die will ich dann doch mal testen. Weil das jetzt das Einzige, was mir einfallen würde, warum man mich hier hinschickt. Nachdem ich den Magnetball bekommen habe. Den Spiderball. Endlich. So, zupp und... Anders kriegt man diese Pflanzen, glaube ich, nicht klein. Falls habe ich bisher noch keine andere Möglichkeit gefunden. Örtliche Temperaturanalyse abgeschlossen. Niedrige Temperaturen an der Ruinenstätte geortet. Falsche Taste. So, und das ist jetzt mal wieder... Wo genau... Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo ich bin, dann wäre das super. Ich bin... Hä? Bin ich da gerade eher auf dem Weg hin, oder? Mehr oder weniger. Glaube ich. Na komm, lass mich runter. Aber ich will zum Schiff, denn da beim Schiff kann ich speichern. Da geht's raus. Kann ich den Part nämlich auch an der Stelle beenden. Upsa. Gut, dann würde ich nämlich sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Metroid Prime. Bis zum nächsten Mal. Ciao.